Noch im Ashton Theater begrüße ich euch zu Part 25 von Let's Play Sherlock Holmes, das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Wir haben mit dieser betrunkenen Dame im letzten Part gesprochen und haben festgestellt, dass es wohl drei Ohrringe gibt. Ja, und jetzt haben wir mal die Wahl, durch welche der beiden Türen wir als erstes gehen. Ich gehe mal da lang, Leute. Aha. Wir sind hinter der Bühne. Das ist wohl wahr. Hier steht jemand. Sherlock. Ein Handwerker. Dürfte ich Ihnen einige Fragen stellen? Hängt davon ab, was Sie fragen. Gute Antwort. Was machen Sie da? Was machen Sie da? Meine Arbeit, Milord. Ich mache dieses Durcheinander ein bisschen ordentlicher. Tragödie. Würden Sie mir erzählen, was in Brasilien geschah? Ja, Milord. Ich war da, als es passierte. Aber Mr. Richards nimmt sehr persönlich, wenn wir über jene Zeit plaudern. Und ich werde meine Anstellung nicht einfach so riskieren, wenn Sie verstehen. Sehr diskret. 5 Guineas. Hier sind 5 Guineas. Besser? Ach, Milord, Sie sind zu nett. Ich weiß wirklich nicht viel. Ich war in jener Nacht allein in einer Schenke und war, wie man so sagte, dem einheimischen Alkohol zugetan. Als ich zur Unterkunft zurückkam, erfuhr ich, dass die Schauspielerin und der Kostümbildner durchgebrannt waren. Und was machten Sie dann? Ich machte mich eilends auf zum Gasthaus, um nachzusehen, was sie mitgehen ließen. Sie müssen das verstehen. Ich allein war für die Sicherheit von Gepäck und Requisiten verantwortlich. Können Sie sich meine Überraschung vorstellen, als nichts fehlte? Absolut nichts. Sie hatten nicht einmal ihre persönlichen Sachen mitgenommen. Bei einem Mann wie Jeffreys verstehe ich das, aber für eine Dame wie Miss Veronica war das höchst ungewöhnlich. Deshalb kam mir der Gedanke, dass sie nicht wirklich verschwanden. Verstehen Sie? Oder anders verschwanden? Richards. Und was ist mit Dwight Richards? Ich erfuhr, dass Mr. Richards von der Polizei verhört wurde. Scheinbar stand er für den Mord an dem vermissten Liebespaar unter Verdacht. Das war zu unglaublich. Und dann gibt es da noch eine andere merkwürdige Sache. Als wir schließlich nach England zurückkehrten, bat Mr. Richards mich um einen kleinen persönlichen Gefallen. Seltsamerweise bestand er darauf, dass ich die Sache vertraulich behandelte und niemandem ein Sterbenswörtchen sage. Was für ein Gefallen? Nun, es gibt hinter der Bühne oben ein kleines Zimmer mit einer eisernen Tür. Es wurde benutzt, um die Bühnenlichter und das Feuerwerk zu lagern. Er bat mich, Miss Veronikas persönlichen Besitz in dieses Zimmer zu bringen. Jede kleine Sache, ohne Ausnahme. Ihren riesigen Koffer, ihre Kleider, alles. Das Zimmer? Wo ist dieses Zimmer? Am Ende des Korridors. Aber es gibt da eine Schwierigkeit. Mr. Richards hat den einzigen Schlüssel zu dieser Eisentür. Denn nur er hat einen vollständigen Schlüsselsatz für dieses Gebäude. Alles klar. Vielen Dank für deine Informationen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Meine Empfehlung, Milord. Er scheint ehrlich gewesen zu sein. Das ist für 5 Guineas ja auch, könnte man sagen, könnte man jetzt erwarten. Aber nö, also das war jetzt ein sehr informatives Gespräch. Warum will der... Vorhang. Ah, hier geht's wahrscheinlich auf die Bühne, wenn ich das jetzt mal so... Okay, aber ich kann mit... Ah, hier könnte ich rauf. Und versuchen die... Verschlossen. Ah, das erkennst du von hier unten. Okay. Verstanden. Dann gehen wir mal durch die andere Tür. So. Ah, da geht's wahrscheinlich auch auf die Bühne. Das sind... Bühnenvorhänge. Und wo geht's dann hier lang, bitte? Aha.
Okay. Mit dir kann ich nicht reden, Watson, ist am Ende des Ganges. Auch eine Tür? Nee, da ist nur eine Wand. Dann schauen wir doch mal, wer hinter dieser Türe wohnt. Was für ein Chaos. Allerdings. Ein Haufen Bücher am Boden. Ein Haufen Sachen auf dem Tisch. Okay. Dann schauen wir doch mal. Oh, jetzt sind wir Watson. Was haben wir jetzt aufgenommen? Nein. Guacayamo. Diese Straße ist der einzige sichere Weg nach Guacayamo, der Stadt des Papageien. Der Papageien. Tatsächlich ist dieser Arm des Amazonas, an dem diese Stadt liegt, aufgrund der Stromschnellen unpassierbar. Viele Forscher sind dort gekentert und wurden wahrscheinlich von Piranhas verspeist, da ihre Leichen nie gefunden wurden. Sogar die einheimischen Indianer aus dem nahegelegenen Dschungel meiden diese Stromschnellen. Stattdessen setzen sie ihre stabilen Boote für das Standfischen ein. Ihre urtümliche Art des Fischens ist recht originell. Sie benutzen primitive Speere, um große Fische zu harpunieren, während sie sie aus ihrem Einbaum heraus beobachten. Vor dem Fischen oder Jagen führen sie komplizierte Zeremonien durch, um die Macht ihrer Götter zu beschwören, was von großem Erfolg gekrönt ist. Ich weiß nicht, ob diese Götter existieren, aber diese Wilden sind unglaubliche Bogenschützen. Wenn man mit ihnen verhandelt, sollte man sich nur um seinen eigenen Vorteil kümmern, um sie nicht zu beleidigen. Wenn man mit ihnen verhandelt, sollte man sich nur um seinen eigenen Vorteil kümmern, um sie nicht zu beleidigen. Einige Stammesmitglieder sind geselliger als der Rest. Sie bieten gerne Tabakwaffen oder wunderschöne handgefertigte Gegenstände zum Tausch an. Diese hübschen Objekte werden oft mit herrlichen grünen Papageienfedern geschmückt, um den Conquistador zu ehren, nachdem diese Stadt benannt wurde. Es ist auch möglich, Lederwaren aus der seidigen Haut der Baumaffen zu erwerben, die in diesem Gebiet gejagt werden. Dieses Leder fühlt sich wie die feinste Seide an und ist auf der ganzen Welt einmalig. Leider gibt es, wie in so vielen anderen Fällen, jene skrupellosen Leute, die es schaffen, diese naiven Naturmenschen auf den Geschmack des Alkohols zu bringen. Dies birgt für jene kleinen Stämme und ihre Zukunft eine beträchtliche Bedrohung. Außerdem kommen immer mehr Goldsucher und Abenteurer, die die Wälder der Indianer roden und diese stetig aggressiver machen. Einige meiner Führer haben eindeutig prophezeit, dass diese primitive, aber malerische Kultur eines Tages ihr Ende in einem Blutbad finden wird. Okay. Weißt du jetzt nicht, warum wir jetzt auf einmal Watson sind, aber... Was haben wir hier? Nächstes Dokument. Dachte ich, jetzt muss ich erst lesen. Lesen, Inventarliste. Nein, lesen. Eine Kostümliste. 30 Kostüme sind verzeichnet. Mhm. Okay, da habe ich jetzt aber kein Dokument dazu bekommen. Über die fliegenden Drachen der Jungferninseln. Oje, wo waren nochmal die Jungferninseln genau? Das Land der gigantischen, menschenfressenden Krabben. Liebe im Herzen der schwarzen Wüste. Mhm. Dieser Autor scheint mir besonders verwirrt zu sein. Möglich, lieber Watson. Über die Fliegen. Okay. Ein Schachbrett. Kostüme. Sind es denn auch 30? Nun, ich zähle nur 29. Aber ja, die Uniform des Artillerieoffiziers fehlt. Welchen Artillerieoffizier haben wir kürzlich kennengelernt? Nur so ein Verdacht, Leute. Nur so ein Verdacht. Bin mir nicht sicher, ob alles an diesem Harrington so echt ist.
Kann wohl nicht mit dem Holmes sprechen. Okay. Gehen wir mal den Gang weiter entlang. Jetzt sind wir wieder Holmes. Naja, das ist jetzt aber auch schon sehr seltsam, oder? Ja. Kann ich hier entlang? Nee, um die Ecke kann ich hier nicht. Dann kann ich aber hier durch die Tür. Wer ist da? Mr. Richards, mein Name ist Sherlock Holmes. Sie können Ihr Messer ablegen. Seien Sie versichert, ich bin wirklich Sherlock Holmes. Vielen Dank, dass Sie uns empfangen, Mr. Richards. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich werde Ihre Fragen beantworten, Mr. Holmes. Jedoch nur, weil ich von Ihnen hörte. Kann es sein, dass du aber vielleicht uns nicht ehrlich antwortest, weil du von uns hörtest? Sir Bromsby. Würden Sie mir von Sir Bromsby erzählen? Ich werde nicht lügen. Ich habe Bromsby gehasst. Er ist die Quelle meiner Schwierigkeiten. Ich schwöre, ich träumte davon, Bromsby mit eigenen Händen zu erwürgen. Aber ich habe ihn nicht getötet. Wie so viele andere auch nicht. Wung Yai. Kennen Sie einen Asiaten namens Wung Yai? Was ist mit ihm? Nun, in den Tagen des Fairfax-Theaters beschäftigte ich einmal einen Chinesen, der so genannt wurde, aber ich war gezwungen, ihn zu entlassen, weil er viele Probleme verursachte. Seitdem habe ich nie wieder von ihm gehört. Schlüssel zu Fairfax. Sie behielten mehrere Schlüssel zum Fairfax-Theater, nicht wahr? Ich verstehe den Zweck Ihrer Fragen nicht. Ach so, ja, es gab tatsächlich zwei Schlüssel für die Haupte des Fairfax-Theaters. Als die Bank den Besitz übernahm, gaben wir Bromsbys Assistenten nur einen davon. Als wir gefragt wurden, logen wir und sagten, es gebe nur den einen Schlüssel. Aha, interessant. Aber warum? Naja, wir behielten den zweiten aus Boshaftigkeit. Wir wollten in der Nacht zurückkehren und alles verwüsten, aber wir hatten keine Gelegenheit, da wir nach der Übereignung zu unserer Auslandstournee aufbrachen. Ich nehme an, dass der Schlüssel irgendwo auf unseren Reisen verloren ging. Oder zum irgendwie abhanden gekommen ist. Miss Davenport. Wegen Miss Davenports Verschwinden, Ich weiß nicht, warum Sie darüber reden wollen. Veranlasst eine abartige Neugier, Sie mich so zu quälen? Ja genau, dafür ist Sherlock Holmes auch ziemlich bekannt, oder? Wiedersehen. Vielen Dank, Mr. Richards. Dafür nicht, Mr. Holmes. Ich sollte einen meiner Hinweise enthüllen. Okay. Das Bild? Ich sollte einen meiner Hinweise... Nicht das Bild. Den Ohrring. Oh. Aber das ist unmöglich. Woher haben Sie den? Großer Gott, wäre nur jemand wie Sie an jenem Abend dort gewesen. Okay, jetzt wird's interessant. Tragödie. Teilen Sie uns bitte mit, was passierte. In dieser Nacht ging ich nach der Aufführung am Flussufer spazieren. Am nächsten Morgen, ich war gerade zurück, holten mich zwei örtliche Polizisten ab und führten mich zum Verhör in eine Zelle. Warum? Als ich dort ankam, teilte mir der örtliche Polizeipräsident, ein Engländer, mit, dass ein verlassenes Boot am gegenüberliegenden Flussufer entdeckt worden war. Im Boot fanden sie einen mit Blut befleckten Stern. Er gehörte Veronica, die zusammen mit meinem anderen Partner Jeffreys verschwunden war. Und was passierte dann? Niemand konnte meine Unschuld beweisen. Aber sie fanden noch keinen Beweis meiner Mittäterschaft, noch hatten sie eine Leiche gefunden. Okay. Oho, Partner? Erzählen Sie uns etwas mehr von Ihren Partnern. Naja, ich lernte Jeffreys während einer Tournee kennen. Er war noch jung und ein Trinker. Was immer meine Gefühle damals waren, heute empfinde ich kein Mitleid. Er hat mich betrogen. Aber mit Veronica war es etwas anderes. Ich fürchte, der Schmerz dieser Ereignisse wird mich ein Leben lang peinigen. Das glaube ich dir sogar. Egal, wie du darin verstrickt bist. Wiedersehen. Vielen Dank, Mr. Richards. Dafür nicht, Mr. Holmes. Okay. Dieser Mann ist ein wunderbarer Schauspieler. Vielleicht, Watson, vielleicht. Aha, Watson glaubt ihm nicht. Interessant. Gut, ja dann,
sind wir wieder hier, nachdem wir wahrscheinlich mit dir nichts mehr reden können. Okay, sind wir wieder da. Oh, kannst du uns noch was sagen? Sie ist fabelhaft, nicht wahr? Nicht wahr, ja. Vollständiger Schlüsselsatz. Haben Sie einen vollständigen Schlüsselsatz für das Theater? Oh ja, nehmen Sie sie. Aber Sie bringen sie doch zurück, nicht wahr? Selbstverständlich. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, junger Mann. Auf Wiedersehen, Sir. Dann haben wir jetzt wohl den Schlüssel für die Tür, die wohl verschlossen war. Jetzt bin ich aber gespannt, Leute. Was wir da von Miss Davenport finden. Nachdem er von hier unten schon weiß, dass sie verschlossen ist, wird er sie von hier unten auch aufsperren können, nehme ich mal an. Watson, bleiben Sie dort und informieren Sie mich, sobald Richards kommt. Wie Sie wünschen, Holmes. Ja, wir wünschen das so. Schauen wir mal, ob wir noch andere Beweise finden. Mhm. Aha. Eine chinesische Vase. Ein Geschenk der Götter. Okay. Ich brauche noch etwas. Wir haben das nur weggeräumt. Ein hübsches Muster aus Perlmutt. Aber was hat es zu bedeuten? Dieses Schloss wurde noch nie auch nur versuchsweise aufgebrochen. Okay. Also sehr schön. Nichts von Interesse hier. Also ist es nicht auf, ich heb was auf, sondern ich schieb beiseite, um was zu entdecken. Gut. Das ist mir nicht von Nutzen. Ja, vielleicht wenn du dich mal wieder verkleiden musst, Sherlock. Ein Schild. Hier muss es doch aber noch was anderes geben, oder? Das hier nicht. Da ist was. Daran habe ich kein Interesse. Schade. Ja, aber daran. Kann sie aber nicht öffnen, oder? Ich sehe kein Schloss, das ist gerade mein Problem. Nee. Aber irgendwo muss doch ein Schloss sein. Ich würde es gerne mit meinem Messer versuchen oder so. Also es sieht eben von der Farbe her genauso aus wie der Ohrring. Deswegen habe ich jetzt mal so die Vermutung, dass der Ohrring vielleicht der Schlüssel ist, aber ohne Hinweis, wie man dieses Ding öffnet, Leute, werde ich es nur durch Rumprobieren rauskriegen, wenn überhaupt. Oder es gibt gar kein Schloss, wobei er ja gesagt hat, man hätte nie versucht, es aufzubrechen. Leute, ich werde mal mit dem Messer rangehen, vielleicht am Anfang vom nächsten Part, vielleicht aber auch mit was anderem. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir machen hier eine Pause und sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Sherlock Holmes, das Geheimnis des silbernen Ohrrings wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.